Hallo da draußen, vielen lieben Dank fürs Einschalten. Heute gibt es eines meiner Lieblingskühlgerichte. Es schmeckt einfach fantastisch. Es kommt Joghurt rein und noch verdammt viele andere Gewürze. Und wie es genau funktioniert, das zeige ich euch jetzt. In der Schüssel sind alle Gewürze zusammen mit den Sonnenblumenkernen, den Knoblauchzehen. Jetzt gebe ich die gehackten Tomaten hinzu. So, das wäre fast geschafft. Und die Gewürzmischung gebe ich dann über das Geflügel. Und damit wird dann das Fleisch mariniert. Da noch den Joghurt dazugeben. Das Rezept heißt ja Butter Chicken und darum geht es jetzt mit einem guten Stück Butter weiter. In die Pfanne gebe ich dann einen kleinen Schuss Öl und natürlich die Butter. Jetzt die Zwiebeln dazugeben. Und sobald die Butter geschmolzen ist, gebe ich das ganze Geflügel dazu. Das ganze Essen köchelt jetzt vor sich hin, das sollte schon so 10 Minuten dauern und anschließend wird das Ganze noch mit Kokosmilch aufgegossen. Jetzt alles nochmal gut umrühren und dann nochmal ca. 10 Minuten köcheln lassen. So meine Lieben, Essen ist fertig, hat nicht lang gedauert. Es wird also Zeit für die Kostprobe. Ha, jetzt weiß ich wieder, warum es eins meiner Lieblingskürregerichte ist. Das Ganze mit dem Joghurt wird nämlich irgendwie, naja, es wirkt irgendwie abgemildert. Also ihr könnt ruhig ein bisschen mehr Schärfe reinmachen, als ihr euch vielleicht zutraut, denn es schmeckt einfach fantastisch und durch den Joghurt wird es nicht zu scharf. Macht's auf jeden Fall nach, es schmeckt super, super lecker. Die Zutaten sind unten verlinkt und euch wünsche ich jetzt einen guten Appetit.